Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen umhergelaufen. Und jetzt bin ich an dieser Stelle hier. Und zwar, ich kann euch das mal zeigen, ich bin hier. Eine Etage drüber. Hier, da hinten ist unser, da hinten irgendwo ist unser, Hof. Also so weit bin ich gar nicht entfernt. Ich habe offline schon mal ein paar Steine gesammelt und habe Kohle gesammelt und solche Sachen. Ich brauche aber noch mehr. Das wollte ich jetzt nicht online machen. Also jetzt nicht im Let's Play, weil das dauert einfach zu lange. Aber ich habe hier Truhen gefunden, ganz viele. Und die wollte ich mit euch zusammen öffnen. Da haben wir wieder ein Shampoo. Und wenn man hier langläuft, dann kommt da ein kleiner Platz unter diesem wunderschönen Baum mit drei Truhen. Oh, super. Da waren, glaube ich, Eisenbarren drin oder Silberbarren. Drei Münzen. Und Dünger. Ja, sehr schön. Das Gute, mir hat eine Zuschauerin, wenn es eine Zuschauerin ist, ich nenne sie jetzt mal so, gesagt, was ich mit diesen Münzen machen kann. Moment. Erstmal Dünger. Ein stinkender Sack Dünger. Er riecht schrecklich, lässt aber die Sachen auf deinem Hof ausgezeichnet wachsen. Das ist gut zu wissen. Wo habe ich denn jetzt? Da. Diese Münzen. Da hat sie mir gesagt, die werden gebraucht bei speziellen Händlern. Nochmal danke für den Hinweis. Ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da steht halt, dass einige Leute die sammeln, aber ich wusste jetzt auch nicht, was für Leute. Genau. Und beim Herumspazieren habe ich, wie gesagt, nur Steine abgehauen und solche Sachen. Also jetzt nichts Wichtiges. Was ich aber auch noch gesehen habe unterwegs, und das wollte ich auch im Let's Play natürlich zeigen. Ah, es ist ja sogar auf der Karte eingezeichnet, glaube ich. War das jetzt der richtige Weg? Ich glaube hier. Ja. Hier haben wir die Düsternis. Genau, das ist auf der Karte eingezeichnet als so ein lila Fleck. Das können wir nämlich schon annehmen. Und die Düsternis verschwindet. Hui. Ja, mal gucken, wo wir dahin gelangen. Aha. Das sieht ja interessant aus. Aber ich glaube, das ist nichts. Also das ist einfach nur so. Ach genau, und mein Inventar ist jetzt ein bisschen leerer. Ich habe auf meinem Hof eine Truhe gefunden. Also es gibt ja eine Truhe für die Erzeugnisse, also für Milch und so weiter, was die Tiere abgeben. Und dann gibt es noch eine andere Truhe. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ich finde das ein bisschen schade, dass einige Sachen auch gar nicht so erklärt werden. Das muss man sich alles irgendwie selber, ja, sich selber aneignen, sage ich jetzt mal. Genau. Jetzt habe ich im Inventar ein bisschen mehr Platz. Ja, super, aber hier war jetzt eigentlich auch nichts Tolles irgendwie. Hier geht es nicht weiter, ne? Ja, gut. Aber wir haben die Düsternis vertrieben. Aber das sieht cool aus. Das gefällt mir. Das wird bestimmt mein Thumbnail. Da sind noch Pilze. Ja, hier. Pilze. Pilze. Und dann hatte ich noch was entdeckt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Achso, das waren die Tiere hier. Jetzt überlege ich gerade. Ja. Wo war das denn? Wo bin ich hier? Ich glaube. Ich mache hier schon wieder Quatsch. Ah, da haben wir ein bisschen Haut gefunden. Oh, das ist eine Kiste. Hier war ich noch gar nicht. Haha. Ich habe doch keinen Quatsch gemacht. Das war natürlich alles so gewollt. Ich weiß zwar gerade nicht, wo ich drauf bin.
Und da oben leuchtet es immer noch. Ich meine nicht das Sternbild, sondern da oben. Seht ihr das? Da oben am Zipfel des Berges, am Gipfel des Berges, wie auch immer. Bin gespannt, was das ist. Galaxie-Shampoo. Bunte Haare. Ich muss mal meine Mütze abnehmen. Wie cool. Ja, sehr nice. Das ist natürlich echt cool. Ich will meine Mütze aber wieder haben. Ich mag meine neuen Haare. Ja gut, dass wir hier gelandet sind. Sehr schön. Ich weiß trotzdem jetzt nicht mehr, wo ich hin wollte. Ach, hier ist noch was. Ah, hat sich ja doch gelohnt, hier lang zu gehen. So ist das manchmal. Meeresshampoo. Ja, cool. Wir entdecken ja immer mehr hier. Jetzt wird es auch schon wieder hell. Ach, hier sind wir. Darum ist das so laut. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin wollte. Ich habe keine Ahnung. Wo wollte ich hin? Ich habe gerade meine Orientierung mal wieder verloren. Wie so oft. Wir gucken mal. Ich glaube, ich wollte hier lang. Hier zu diesem Schrein. Wo war der denn? Der war doch irgendwo hier, oder nicht? Da habe ich was gepflanzt. Ich bin auf der falschen Seite. Ich glaube, da kann ich rüber. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Genau, wir latschen hier mal ein bisschen rum. Wie gesagt, ich wollte in dieser Folge eigentlich euch jetzt die Sachen zeigen, die ich unterwegs gesehen habe. Naja, da habe ich euch jetzt schon einiges gezeigt. Die Truhen und so weiter. Und die Düsternis haben wir noch durch Zufall jetzt gefunden. Ja, das geht leider noch nicht. Da brauche ich noch einen Geist. Und dann... Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Und wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Kennt ihr das? 1, 2 oder 3. So. Oh, das hinten sieht so cool aus. Ich weiß noch nicht, was das genau bedeutet, aber egal. Oh ja, hier. Hier können wir nochmal was absammeln. Ich brauche ganz viel Kohle. Ich möchte nämlich gerne... wo war das denn jetzt? Ich würde gerne das hier herstellen. Da brauche ich noch Bleibarren. Oh, kann ich das schon herstellen? Oh, ich brauche da 3 von. Oh, dann brauche ich ja noch mehr Kohle. Genau, hier geht es dann unten lang. Voll schön. Auch mit der Musik. Ha, herrlich. Genau, hier geht es nämlich rein. Ich bin noch nicht reingegangen, weil ich das unbedingt mit euch zusammen... machen wollte. Irgendwo ist eine Katze. Oder? Kätzchen? Oh, da, guck mal. Oh, sie putzt sich. Hallo. Ja. Ja, jetzt bist du ja bei mir. Noch 3 Katzen in diesem Gebiet. Gib mir Kohle. Kohle. Das war keine Kohle. Ich will Kohle haben. Ja, mehr war hier jetzt gar nicht drin. Naja, wir haben eine Katze. Das ist die Hauptsache. Definitiv. Ich brauche Kohle. Und jetzt wollte ich eigentlich... Ja. Wie gesagt, ab und zu sammle ich mir ein paar Steine. Das brauchen wir immer. So Steine und irgendwas abhauen, das müssen wir immer machen. Irgendwas abbauen.
Das ist ein Schweinchen. Ich wollte noch irgendwas machen, jetzt habe ich vergessen. Da hinten ist eine Truhe, die hatten wir schon. Was ich auch unbedingt mal machen muss, ist mir das letzte Mal eingefallen. Ich muss unbedingt, es gibt ja in jeder Stadt so eine Tafel und da sind ja auch immer so kleine Quests drauf. Die muss ich mal machen. Ich wollte gar nicht runter. Egal. Ja, jetzt laufe ich schon wieder weg. Problem ist, ich brauche Kohle. Sonst kann ich das nicht machen, was ich machen wollte. Ja. Aber hier ist, glaube ich, gar nichts, ne? Nee, da war nur die Truhe. Mann, ist das laut hier. Ich habe gerade was gesehen. Oh, ich sehe schon wieder was. Mann, ich kann doch nicht überall hinlaufen. Also kann ich schon, aber... Genau, da ist diese Kochgilde. Und das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich will mal eben was gucken. Was ist das denn hier? Huch! Flussmühle. Oh, hier kann ich handeln. Mehl. Du hast nur Mehl? Und was hast du? Ah. Willkommen in der Flussmühle. Aus 5 Blumen können wir ein Mehl machen. Nö. 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 Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ach, hier bin ich. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Interessant. Ich muss mir auf die Karte gucken. Stein der Weisheit haben wir hier nochmal. Bei den Steinen der Weisheit bin ich mir nicht so sicher, ob wir es in der Reihenfolge machen müssen. Da bin ich mir echt noch nicht so sicher. Oh Gott. Hier war noch Düsternis. Und das haben wir noch gar nicht erkundet, ne? Gut. Finden wir da noch Geister oder was bedeutet dieses Zeichen hier mit den 33%? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin schon wieder orientierungslos. Bin ich jetzt in diesem Gebiet? Ja. Achso, da gehe ich jetzt hinein. Und das ist dieses Gebiet wieder. Ja, ich brauche Kohle, aber irgendwie ja, den Angelwettbewerb werde ich auch noch machen. Oh, Kätzchen? Toll, jetzt ist es so dunkel. Ist das eine Katze? Nein, das ist keine Katze. Kann ich hier auch... Oh, oh, da ist eine. Da. Sehr schön. 2 übrig. Ich kann hier runter. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Was ist da drin? Ach, schon wieder ein Shampoo. Nee, blond will ich nicht sein. Ich mag blond nicht so gern. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin darf. Ich hoffe. Ein Hammer? Ein Hammer. Oh oh. Komme ich hier wieder runter? Ich glaube, ich sollte hier doch nicht runter. Ich habe ein Problem. Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr weg.
Das habe ich schon wieder gemacht. Aber warum darf man denn da runter? Wenn man doch eigentlich gar nicht da runter darf. Ich glaube, hier wäre ich mich nämlich mit der Brücke rübergekommen. Aber komm ich hier doch weg? Bin ich einfach nur wieder zu blöde, das zu sehen. Ich komme doch rüber. Keine Panik. Nee, den Angelwettbewerb mache ich jetzt nicht, weil ich dazu keine Lust habe. Was ist das da? Ach, das ist der Strand. Ja, ich irre hier gerade ein bisschen umher. Ja, ich muss an Kohle kommen und ich habe nicht genug Kohle. Oder habe ich jetzt wieder welche bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Gut, ich will mal gucken, da hinten soll ja auch noch ein Stein der Weisheit sein. Das hat gerade ein bisschen geleckt, warum auch immer. Auf jeden Fall regnet es. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja. Da ist auch mein Hof. Hier kann ich nochmal was aufklappen. Ich brauche Kohle. Immer noch. Frage ist jetzt wieder, wie ich da hochkomme. Alles schläft, außer ich. Ich renne mal wieder umher. Kätzchen gehört. Das ist das wahrscheinlich, ne? Aber da komme ich nicht ran. Ja, es ist immer eine ziemliche Lauferei hier. Hätten die auch ein bisschen anders lösen können. Es gibt zwar diese Portale, aber damit kann man ja auch nur... Was? Oh, hab ich dich übersehen? Ich bin über dich rüber gerannt. Hallo? Wo ist die Katze hin? Gibt es die nur nachts? Hallo? Kätzchen? Das ist schon ein bisschen unheimlich, finde ich. Dass die Katze auf einmal verschwunden ist. Wahrscheinlich gibt es die nur nachts. Was weiß ich. Unheimliche Katze. Oh, das sieht schön aus. Hallo. Hier bin ich. Hallo, Häschen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Fragezeichen, Fragezeichen. Hier waren wir noch nicht. Nee. Etwas Neues. Gerberei. Okay. Oh, das sieht aber hübsch aus. Und schon wieder bin ich irgendwo anders hingekommen, wo ich gar nicht hinkommen wollte. Also doch, natürlich. Aber eigentlich wollte ich was anderes machen. Und jetzt bin ich wieder... Oh, Mann. Man will aber auch überall hin. Aber andere haben das gleiche Problem. Mensch, ihr seht auch alle gleich aus. Eigentlich wollte ich zu Düsternis und dann bin ich irgendwie hier hingekommen. Ich gucke jetzt einfach, was es hier so gibt. Bobbintopf. Wollte ich da nicht hin? Ah. Was ist die Lieblingsspeise von Groffels? Weiß ich doch nicht. Oh. Mumelade. Doof. Mumelade. Versteht ihr? Ein Wollknäuel für die Katzen. Jetzt lasse ich alle meine Kätzchen frei und die spielen mit den
Wollknäulen. Da darf ich nicht rein. Eine Truhe. Farbstoff. Cool. Ach, auch noch einen roten. Okay, ich würde jetzt hier erstmal den Part beenden. Ich glaube, das ist diese Schneiderei, oder? Wegen der Wolle. Und jetzt hab ich auch noch Farbstoffe. Oh, richtig cool. Das gefällt mir. Auch das Dorf, wie das so aussieht. Echt sehr schön gemacht, muss ich sagen. Großes Lob von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wir haben ja doch einiges geschafft. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Und ja, ich hoffe, du bist dann beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Deine Inori-Epi.